Hallo, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man den Ladungstubus einsetzt. Die Theorie hinter dem Ladungstubus haben wir in einem separaten Video. Hier soll es wirklich darum gehen, wie man den Ladungstubus einsetzt. Zunächst erstmal, was brauchen wir eigentlich alles für den Ladungstubus? Also einmal tragen wir natürlich, das machen wir auch schon bei der Reanimation, bei jedem Patientenkontakt, Einweghandschuhe. Des Weiteren, was wir natürlich brauchen, das haben wir auch schon während der Reanimation schon bereit, ist einmal unser Beatmungsbeutel und auch eine Absaugpumpe sollten wir bereits parat halten. Zum eigentlichen Ladungstubus benötigen wir einmal natürlich den Ladungstubus selber. Wir benötigen dann des Weiteren noch eine dazu passende Blockerspritze mit Farbcode für die einzelnen Ladungstuben. Wir benötigen eine Tubusverlängerung, wenn wir auch haben einen Beatmungsfilter. Ein Kaffdruckmessgerät, dass wir den Druck vom Kaff dann auch messen können. Etwas Klitschi bzw. ein Gleitmittel auf Wasserbasis, damit der Tubus auch gleich besser gleitet. Eine Art der Fixierung, wir verwenden jetzt hier in dem Video den Thomson Holder. Und eine Magensonde oder ein Absaugkatheter, um ihn durch die Drainage zu legen. Wir brauchen also für den Ladungstubus schon so ein paar Sachen, die wir da auch anwenden müssen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie wir da jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Zunächst gucken wir uns unseren Patienten an, wie groß er ist und suchen uns da die passende Farbe raus. Das wäre jetzt für unseren Patienten, der hat die normale Größe, also entscheiden wir uns für Rot. Zweiter Schritt, wir gucken uns erstmal an, ist die Verpackung eigentlich noch in Ordnung? Ist der eigentlich vom Haltbarkeit noch in Ordnung? Und dann können wir den Ladungstubus verwenden. Wir öffnen die Packung. Erstmal nur vorsichtig, denn solange der Ladungstubus hier noch drin bleibt, bleibt er noch einigermaßen sauber. Und dann ist unser erster Schritt, ihn mal zu testen. Hierzu nehmen wir uns unseren Beatmungsbeutel, schließen ihn einmal an dem Anschlussconnector an und gucken, ob er durchgängig ist. Das ist der Fall. Wir nehmen unsere Blockerspritze, ziehen sie schon mal aufs passende Volumen. Wir reißen die Schutzkappe, die wir hier am Ventil haben, die reißen wir ab. Setzen die Blockerspritze an den Stopfen. Füllen einmal und können jetzt nämlich mal überprüfen, ob sich die Cuffs eigentlich gefüllt haben, wie es sein soll, ob sie auch dicht sind. Und wenn das der Fall ist, dann entlüften wir sie wieder. Na, machen wir nochmal ordentlich. Und wieder entlüftet. Jetzt wissen wir, dass unser Ladungstubus auch wir so verwenden können. Der ist also in Ordnung. Nächster Schritt, wir müssen jetzt das Gleitmittel applizieren, damit er gleich auch in den Patienten dann auch reingeht. Hierfür lassen wir den Ladungstubus am besten in der Packung, nehmen unser Tütchen, reißen es auf, applizieren den Inhalt einmal rein und können jetzt nämlich den Tubus in der Tüte einschmieren. Vorteil der ganzen Sache, wenn wir ihn nicht rausnehmen, verschmutzt er uns nicht weiter. Jetzt sind wir eigentlich auch schon bei einem Punkt, jetzt können wir ihn auch in den Patienten schon einsetzen. Wir nehmen ihn also in eine Hand,
greifen ihn an der oberen Zahnmarkierung, das wir ihn für uns bereit haben. Gehen zu unserem Patienten. Der Kopf muss dabei in einer ganz normalen Neutralstellung sein. Wir nehmen unsere Hand, öffnen den Mund des Patienten, probieren, ob wir die Zunge einigermaßen festgehalten kriegen. Und ganz wichtig, wir ziehen den Unterkiefer nach oben. Den Larynxtubus können wir jetzt von oben vorsichtig einsetzen und ganz vorsichtig mit einer leichten Kippbewegung bis zur oberen Zahnmarkierung, bis diese an den Schneidezähnen ist, führen wir den jetzt ein. Anschließend müssen wir jetzt wieder blocken. Wir nehmen also wieder unsere Blockerspritze auf das Volumen, was wir benötigen, entsprechend der Farbmarkierung. Schließen an und wenn ihr jetzt mal genau auf den Larynxtubus guckt, so werdet ihr feststellen, dass der sich ein bisschen bewegt. Das ist vollkommen in Ordnung, das darf er machen. Das dient dafür, dass er nämlich dadurch sich gerade passend auch hinrutscht, dass wir jetzt beatmen könnten. Nächster Schritt, wir müssen jetzt natürlich testen, ob das jetzt auch so funktioniert hat, wie wir den jetzt eingestellt haben. Hierzu greifen wir am besten gleich zu der Tubusverlängerung, um sie einsetzen zu können. Schließen Sie an, nehmen unseren Beatmungsbeutel und können mal eine Testbeatmung machen. Und wenn wir jetzt sehen, dass sich der Brustkorb des Patienten schön gleichmäßig hebt und senkt, dann hat das Liegen von dem Larynxtubus funktioniert. Nächster Schritt, wir müssen jetzt den Kaffdruck überprüfen. Dazu brauchen wir jetzt unseren Kaffdruckmessgerät. Wir schließen es an. Und wenn der Druck zu hoch ist, müssen wir entsprechend Druck ablassen, dass wir so auf die 60 cm Wassersäule kommen. Das ist so der Druck, den wir brauchen für den Larynxtubus. Sollten wir ein bisschen drunter liegen tatsächlich, die Beatmung hat aber funktioniert, dann soll uns das recht sein. Dann müssen wir da jetzt nicht extra nochmal aufpumpen. Damit uns jetzt der Tubus nicht verrutscht, brauchen wir als nächstes den Thomas Holder. Eine Markierung für die Nase, das muss dann auch zu der Nasenecke. Wir führen den Beißkeil in den Mund, nehmen das Band, führen es hinterm Kopf rum, das ist auch nicht verdreht. Können es nun seitlich einmal durchführen und festklipsen und können jetzt mit der gelben Schraube den Larynxtubus feststellen. Das machen wir jetzt nicht, dass wir jetzt anziehen, bis keine Luft mehr durchkommt, weil das wollen wir ja nicht, dass wir den Larynxtubus jetzt gerade auch wieder zumachen, nur einfach, dass er so in seiner Position jetzt festgehalten wird. Zuletzt müssen wir jetzt noch eine Magensonde legen. Dafür haben wir entweder in unserem Rucksack eine Magensonde oder was auch möglich ist, ein Absaugkatheter. Der sollte nicht zu groß sein, also nicht größer als CA18. Diesen können wir nun aus der Packung entnehmen und einfach durch den Drainagekanal vorsichtig einführen. Wir haben jetzt dann auch die Möglichkeit, über diese Absaugung dann noch abzusaugen. Dies sind nun die Schrittfolge, wie wir den Larynxtubus einsetzen. Es sind ein paar Schritte und es hilft dann ja im Wesentlichen nur eines, das immer mal wieder praktisch zu üben. Natürlich im Einsatz kommt jetzt eine Sache noch erschwerend hinzu. Wir müssen das Ganze auch noch während der Reanimation machen. Wie machen wir das dort am besten? In aller Regel wird es derjenige sein, der am Kopf ist und auch die Beatmung macht. Der wird auch den Larynxtubus vorbereiten und auch beginnen einzusetzen.
Er wird einen Moment brauchen, deswegen kann das auch sehr leicht passieren, dass ihr einmal zwischendurch nach der AED-Ansage wechselt. Wenn das passiert, sagt eurem Teamkollegen, wo ihr gerade seid, damit er auch haargenau weiß, wie er eigentlich weitermachen muss. Und wenn ihr euch auch beim Setzen vom Tubus nicht sicher seid und Fragen habt, dürft ihr natürlich auch mit eurem Teamkollegen auch reden, wie eigentlich die weiteren Schritte sind. Was noch wichtig ist zum Larynxtubus: wenn ihr feststellt, die Testbeatmung funktioniert nicht, so dürft ihr auch die ganze Sache probieren, ob sich das reparieren lässt, indem ihr den Tubus vorsichtig nach hinten zieht bis zur unteren Zahnmarkierung. Da darf er geplockt gezogen werden, das ist in Ordnung. Wenn dann immer noch keine Beatmung möglich ist, dürft ihr den Larynxtubus entfernen und noch einmal versuchen zu setzen. Funktioniert das auch nicht, dann bitte keinen weiteren Versuch mehr, wirklich nur noch der eine Versuch. Und zuletzt ist auch wichtig, solltet ihr merken, dass euer Patient den Larynxtubus nicht akzeptiert, weil ihr zum Beispiel Würgegeräusche hört, Hustengeräusche oder ähnliches, dann müsst ihr den Larynxtubus auch wieder komplett entfernen. Denn wenn es der Patient nicht akzeptiert, können wir ihn nicht dazu zwingen. Wir hoffen, dass euch das Video etwas geholfen hat. Wir haben parallel noch ein Video zu der Theorie vom Larynxtubus. Und an der Stelle wünschen wir euch noch alles Gute. Bis dann.